Jo, hallöchen und willkommen zurück bei Horizon Zero Dawn. Ihr habt gerade direkt wieder gesehen, das ist mal wieder eine Aufnahme, die parallel im Stream läuft. Wir machen weiter und sind hier in Meridian stehen geblieben und ach, guck mal die Aussicht. Ich würde tatsächlich mal hier direkt in den Fotomodus springen. Moment. Ach, man kann ja nicht fliegen. Ja, das ist ärgerlich, aber guckt euch mal diese Aussicht an. Ja, den Prinzen, das stimmt, den haben wir aus dem Schattenreich überführt, kann man sagen. Gut, wir wollen weitermachen und wir wollen uns einmal mit der Questreihe der Jägerloge beschäftigen. Dort haben wir ja die Trophäen gesammelt, um uns würdig zu erweisen. Der Jägerloge. Oh. Meine Güte. Ja, würdig erwiesen, der Jägerloge beizutreten und dort wollen wir jetzt weiter verfahren, um dann irgendwann diesen legendären Donnerkiefer zu jagen, der dort schon so vielen Jägern das Leben gekostet hat. Beim letzten Mal enttäuschenderweise keine tollen Belohnungen bekommen für unsere tollen Tassen und Banuk-Artefakte und so weiter und so fort, habe ich mir echt cooler vorgestellt. Naja, müssen wir durch. Ich muss mal ganz kurz gucken, dass die Festplatte mir nicht vollläuft. Das ist okay. Das ist okay. Wie sieht es eigentlich inzwischen mit unseren Datenpunkten aus? Ah, okay. Ich denke mal, es wird auch wahrscheinlich Guides geben, die genau sagen, wo die restlichen sind, oder? Das wäre ja schon interessant. Hier, so viele sind das ja wirklich nicht mehr. Die haben wir alle. Da fehlen uns auch nicht mehr so viele. Na hier, das ist natürlich eine Katastrophe, schon klar. Die haben wir alle. Gescannte Glyphen. Frozen Wilds. Hm. Gepriesen sei der Sonnenkönig für diese unblutige Rettungsaktion. Die Osseran sind diesmal zu weit gegangen. Der Fall sollte für seine Verbrechen sterben. Okay, gehen wir wieder nach oben. Und ach, ist immer noch schön, oder? Wundervöllig. Hi, das war doch dieses rassistische Arschloch, oder? Ich hab dir doch gesagt. Ich bringe Trophäen. Für den Sonnen habe ich der Loge. 3 Sägezähne, 2 Verwüster und dazu ein Pirscher. Ich nehme an, Talana hat dir geholfen. Ich habe sie erlegt. Selbst. Wirst du sie annehmen? Gut. Ja. Ich nehme sie. Aber sag Talana, sie soll nicht mehr mit Dreck spielen, wenn sie Rotschlund kriegen will. Ich sehe nur einen, der meint, mit Dreck spielen zu müssen. Nämlich mit so dreckigen Frauen- und völkerfeindlichen Behauptungen, wie er sie ans Tag gebracht hat. Jägersitz. Talana hat einen Vertrag mit der Jägerloge angenommen, den Essis abgelehnt hat. Einem Dorf zu helfen, das ständig von Maschinen angegriffen wird. Was könnte die Angriffe verursachen? Stufe 12. Okay, das ist wirklich eine coole Questreihe. Mehr Trophäen? Nein? Dann bist du bei mir hier nicht willkommen. Das ist ein Arschloch, ey. Ach ja, nee, ich freue mich aber drauf, ganz ehrlich. Ich freue mich drauf, dass wir noch... Ich freue mich darüber, dass wir noch eine Questreihe haben und... Oh, mein Gott. Also ich habe richtig Bock auf den zweiten Teil, ne? Also wirklich, ich habe richtig Bock. Richtig, richtig Bock. Ah, hier kommt man nicht hin! Scheiße. Doch, ich kann doch hier hochgehen, oder? Come on. Ich kann doch hier jetzt einfach hochgehen, genau. Hi. Zwar nichts, aber wir sind hier oben. Als ich ihm die Trophäen gab, sagte Assis, du solltest lieber Rotschlund suchen, statt mir zu helfen. Da hat er nicht Unrecht. Wir haben jetzt keine Zeit für Rotschlund. Du musst bei was anderem helfen. Oh, und bei was? Komm mit hinaus. Okay. Du willst helfen? Hier braucht jemand Hilfe. Nur zu, Ilsadi. Ich lebe in Ödlicht, nordöstlich von hier. Ich bin knapp entkommen, weil Grauhabig da alles angreifen, was sich rührt. Wir haben kaum noch Scherben. Hilfst du uns? Wir wissen nicht mehr weiter. Manchmal erhalten Mitglieder ein Honorar für die Jagd. Assis sollte diese machen, doch er lehnte ab. Er wollte mehr Geld. Wie großherzig.
Früher hätte ich das zusammen mit Tarkas erledigt. Wollen wir beide es gemeinsam machen? Wir sehen uns in Ödlicht. Was ist mit Rotschlund? Kommst du oder nicht? Hey, na gut. Aber ich komme dorthin, sobald ich kann. Das haben wir doch schon gemacht, oder nicht? Oder? Nee, es war nicht in Ödlicht. Oh, shit. Ich begleite Ilsadi nach Ödlicht zurück. Kommst du hin? Nordöstlich von hier. Nee, das war nicht Ödlicht. Wir haben das ja hier gemacht. Aber es waren auch Grauhabicht. Das war Scheuerfels. Ah, da drückt der Schuh. Okay. Haben wir auf dem Weg dahin denn irgendwas Unentdecktes? Nö, aber es ist auch nicht so weit. Da können wir gerne hinlaufen. Come on. Gerne nebenbei auch mal hier La Kamera Einschalter. Das ist kein Problem. Okay, also wie gesagt, wieder nebenbei, die Aufnahme läuft wieder nebenbei im Stream. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwie einfach, wenn ich kann, wenn ich nicht hochlade, das nebenbei einfach mache. Wobei ich theoretisch auch hochladen könnte oder müsste. Das ist eigentlich auch wieder nachteilig. Oh, falsche Richtung. Rotschlund hieß der Donnerkiefer. Es ist schon echt schick. Tja, eine Nora rettet ihm das Leben, genau. Man muss dazu ja auch sagen, ihr habt das so miserabel verteidigt da hinten. Ich weiß auch nicht, was das von euch sollte. Sobald die Kamera rauszoomt, müsste ich doch auch. Genau. Leute, weg da! Trotzdem auf lange Sicht mal gucken, dass wir vielleicht das Schnellreisepaket kaufen. Dieses ewig gültige. Einfach nur vollständigkeitshalber. Ja, Freunde, ich will doch einfach nur hier durch. Nicht schnell genug. Ödlicht hier entlang. Ja, wobei inzwischen, ganz ehrlich, habt ihr noch so richtig Angst vor Donnerkiefern? Es geht doch, oder? Klar, die sind nervig, mit ihren Geschossen und, aber habt ihr jetzt echt noch Angst davor? Nee, oder? Ihr seid eher genervt. Ich finde, das klingt gut. Okay. Die Linien waren durchaus bedrohlich, gebe ich zu. Run. Ich hasse Bohrwichte. Das wird doch langsam Zeit. Da kommen noch mehr Grauhabichte. Yay. Ich bin ja Gott sei Dank da, um zu helfen.
kommen noch mehr! Ciao, ciao. Ja, es wird doch besser, oder? Grabiche sind auch jetzt nicht so das große Problem. Man darf halt nur nicht stehen bleiben. Klar, war auch jetzt wieder wegen unserer Rüstung, ne? Wo wir jetzt wieder uns schön das Health gespart haben. Aber alles gut. Hi! Das sollte es wohl gewesen sein. Es kommen immer noch mehr. Die Soldaten in Morgenwacht bekämpfen sie schon nicht einmal mehr. Die Kadaver, die ich gesehen habe, ziehen sie an. Ich sollte zurück, aber wenn mehr kommen... Ich passe hier auf. Du gehst los. Ich dachte, du wolltest das zu zweit machen. Du brauchst keinen, der Händchen hält. Es war ja klar. Na gut, das ist ja... Das ist ja sozusagen die Ecke rum. Das ist okay. Hier ist doch gar kein Weg. Die Sonne hat uns den Weg gezeigt. Ist das so? Ist das so? Ach, ich komme gar nicht aufs Dach? Nee, ist nicht euer Ernst. Da ist doch eine Linse. Das sehe ich doch von hier unten. Was da oben eine Grau habe. Ach du Scheiße. Ha, nee, da kommt man never drauf. Seht ihr die Linse? Seht ihr sie? Sorry. Ach ja. Ja. Ich habe mal wieder ein paar Videos veröffentlicht, also beziehungsweise ich habe mal ein paar Thumbnails reingehauen. Ich guck gerade mal, rein Interesse, aber wie gesagt, das ist ja immer so ein bisschen lustig, dass es parallel läuft. Das wäre so halb parallel. YouTube hängt halt wirklich sehr, sehr weit hinterher. Also aktuell, jetzt wenn ich das hier aufnehme und parallel streame, ist bei YouTube veröffentlicht Video, öffentlich. Blut auf Stein, Video 22. Und wir sind inzwischen bei Video, machen wir gerade nebenbei eine Aufnahmeplatte auf. 1, 2, 3, 4. Ja, gut 50. Wir sind gut bei Video 50 ungefähr. Plus, minus 1. Irgendwie 49, 51, irgendwas so 48, 49 müsste das jetzt sein. Ja. Sprich 20 Tage voraus, wenn denn jeden Tag ein Video kommt. Und das ist halt doof. Weil ich oft verpennt habe, neue Thumbnails zu machen. Und dadurch dann eben YouTube immer mehr hinterherhinkt. Das ist mega doof. Das wird mir unterwegs sicher weiterhelfen. Also ich sehe da vorne Grau habe ich da. Ja, Tatsache. Yay. Meine Freude hält sich in Grenzen, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt. Mehr Grau habe ich da. Thank you.
Wir sind hier bei den ganzen... Und nimm das. Und nimm das. Okay. Puh. Okay, hier sind ja diese ganzen zerstörten Schnappmäuler. Überall Schnappmaulkadaver. Mhm. Kein Wunder, dass die Grauhabichte hierher wollten. Ach so, ja stimmt, die zerlegen ja die Kadaver von denen. Das haben wir schon ein paar Mal gesehen, dass die drauf sitzen und so mit ihren Sägedingern vorne. Ja, ja, okay. Bin ich dabei, ich verstehe, was sie meint. Wer immer das getan hat, Anfänger hinterlassen deutliche Spuren. Anfänger hinterlassen Spuren. Ach, Eloy. Diese Jagdunterstände da oben konzentrieren das Feuer auf ein Ziel und machen es unmöglich, sich zu verteidigen. Es ist eine Falle. Eine verheerende. Ja, ja, die haben hier schon die Schnappmäuler gejagt. Das ist klar, in dieser Spalte. Das haben wir ja schon mal gesehen, die Schlucht. Die kennen wir ja inzwischen. Clever, clever. Aber haben die das gemacht, um die Grauhabichte anzulocken? Das ist doch verhältnismäßig weit hergeholt, oder? Vielleicht haben die einfach nur Schnappmäuler gejagt. Das müssen die Schnappmauljäger sein. Hi, Friends. Ich bin im Auftrag des nahen Dorfes hier. Euer Abschussgebiet führt zu einem Grauhabichtproblem. Ja, andere haben aber auch Probleme. Wenn wir nicht genug Schnappmaulherzen bekommen, verlieren wir alles. Ich verstehe nicht. Ich habe mir Scherben für die Saat geliehen. Die Ernte war schlecht und jetzt soll ich's zurückzahlen. Wir könnten die Farm verlieren, das Haus. Das tut mir wirklich leid. Aber die Grauhabichte greifen euretwegen Leute an. Nicht mein Problem. Keiner geht hier weg, bis ich habe, was ich will. Keiner von uns? Verarschen? Hast nicht gedacht, wir wären nur zu zweit, oder? Du hast bereits eins? Das ist beachtlich. Also gut. Hier, das Herz für euch. Was ist mit der Abmachung? Ein Deal ist ein Deal. Ich kann meine Schulden zahlen. Wir verschwinden. Gut. Und bleibt weg. Aloy! Gerade zur rechten Zeit, ja? Das ist ein selbstverliebtes, egoistisches Arschloch, ne? Ja, ich meine, er hat halt auch seine Probleme, ne? Aber dadurch andere zu gefährden, naja. Glückwünsche sind angebracht. Ich wollte sicherstellen, dass du zurechtkommst. Du hast alles gesehen? Na klar. Tarkas, die Sonne leuchte ihm. Er hat mich sehr viel gelehrt. Zuallererst, ein Habicht verlässt nie seine Drossel. Warte, heißt das... Ich will für deine Mitgliedschaft bürgen. Wie klingt das? Maschinen jagen, Trophäen gewinnen, Assis absetzen. Ach, bin dabei. Ich komme in die Loge, sobald ich kann. Yeah! Kehre zur Jägerloge zurück. Ja, jetzt ist halt wieder die Frage, ne? Jetzt wieder zurücklaufen. Ja, ich mach mal eine Schnellreise. Aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viele Pakete. Wir sollten schon eine Lösung finden. Ne? Wir müssen welche kaufen, herstellen. Ich hätte gerne dieses Dauernde, aber da brauchen wir doch, glaube ich, so ganz viele Ressourcen für, oder? Ich glaube, die haben wir auch gar nicht. Naja. Gut, das war dann die Aufgabe. Die war ja ganz süß. Grau habe ich das. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt. Sind wir mal ganz ehrlich. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, als es letztlich war. Ich war okay. Come on, Quicksave, why not?
Assis absetzen klingt sehr vernünftig. Da bin ich auf jeden Fall dabei. Hi, hi, hi. Ich glaube, wir sind hier beim falschen Händler, oder? Oben singen wieder die Priester der Sonne. Vielleicht kann man ja die Rohstoffe kaufen, die man braucht für das Schnellreis. Oh, der Soundtrack ist geil. Verkaufen. Goldenes Schnellreisepaket. Fettes Fleisch. Das kann man nicht kaufen, oder? Rohstoffe. Fettes Fleisch. Leider nein. Fuchshaut, fettes Fleisch. Ja, dann müssen wir ein paar Tiere jagen. Das sollten wir uns aber als Ziel setzen, dass wir das zusammenbekommen. 20 fettes Fleisch ist jetzt nicht unmachbar. Und Fuchshaut auch nicht. Dann hätten wir das aber. Jetzt wird ja in diesen tollen Kisten hier wird ja kein... Hier ist immer nur so Gedönse drin, ihr wisst schon. Es ist alles so schön. Darf ich mal? Danke. Ruhig fordernd muss man sein. Der steht auch nur hier rum, ne? Talana. Immer eine Freude. Und die Kleine ist auch da. Sonnenhabicht. Hiermit bürge ich für Aloy von den Nora zur Mitgliedschaft in der Loge. Nein. Sehe sie an. Sie ist nur eine Wilde. So tief kannst du nicht sinken, Talana. Sie hat die Anforderungen erfüllt. Und König Avad hat bestimmt, die Loge für alle zu öffnen. Sie hat sein Leben gerettet, aber bestimmt hört er sich nur zu gern deine Vorurteile an. Möchtest du das mit ihm diskutieren? Das Wort des Sonnenkönigs ist Gesetz. Auch wenn es die Loge ruinieren wird. Also gut. Schwörst du, Aloy von den Nora, im Dienste der Jägerloge redlich und edel zu handeln, jetzt und immer da? Ich schwöre. Mitglieder der Loge, obwohl Takas kaum kalt ist, präsentiere ich euch Aloy von den Nora. Mitglied und Drossel, was sagt ihr da? Auf die Jagd! Für eine Fremde bürgen. Mach du weiter sinnlose Gesten. Ich suche Rotschlund. Idiot. Wenn es keine Jäger gibt, die Rotschlund suchen, ne? Zersprengter Waffenkiste. Ah. Nice. Die Druckstöße dieser Nahkampfwaffe lösen... Was ist eine Nahkampfwaffe? Dieser Nahkampfwaffe tatsächlich. Okay, es ist eine Nahkampf-Fernkampfwaffe. Ich habe schon verstanden. es ist keine Nahkampf-Nahkampfwaffe. Na gut. Talana? Die tödlichste Beute. Das ist ein guter Tag. Wer ist Rotschlund? Ein Donnerkiefer. Nur wenige haben ihn je gesehen. Es heißt, sein Körper sei von den Narben dutzender Kämpfer gezeichnet. Wie viele er schon vernichtet hat, werden wir nie erfahren. Wenn Mitglieder nicht mehr von der Jagd zurückkehren, geben wir oft Rotschlund die Schuld. Für mich ist er mehr als eine Legende. Nur mit Rotschlund ließe sich Assis absetzen.
Mein Birge war kurz davor, aber er hat's nicht geschafft. Tut mir leid. Takas war aus Loyalität zu meiner Familie mein Birge. Er war die letzte Verbindung zu ihr, außer der Loge selbst. Ich muss Assis absetzen. Ich weiß, warum ich Assis hasse. Was ist mit dir? Meine Familie hatte immer Mitglieder in der Loge. Mein Vater und Bruder waren Habichte. Wegen Assis wird ihr Opfer vergessen. Welches Opfer? Sie starben bei Massaker. Man sollte sie als Habichte ehren. Stattdessen lässt Assis nicht zu, dass man es erwähnt. Wie kam es, dass deine Familie der Loge beitrat? Karja-Adlige schicken ihre Söhne seit Generationen in die Loge, um andere herumkommandieren zu können. Ich will das ändern. Diese Idee, dass jemand nur wegen seiner Herkunft mehr wert ist. Man stempelt mich ab, wenn mein Name fällt. Talana Khan Padish. Ich hasse das. Ich verstehe das. Ich war immer eine Ausgestoßene der Nora. Sie hätten als erstes gesagt, ich wäre keine von ihnen. Doch sobald ich das Heilige Land verlasse, nennen mich alle Aloy von den Nora. Besser wäre Aloy trotz der Nora. Das wusste ich nicht. Ich werde es mir merken. Ja, ja. Ich finde es ein bisschen schockierend tatsächlich, dass die wobei das ist ja generell so das Thema. Die ganzen Raubzüge war ja letztlich, weil die Karja dachten, dass die Nora weniger wert sind, beziehungsweise rückschrittig sind und sie deshalb das Recht hätten, sie zu versklaven und so weiter und so fort. Ihr wisst, was ich meine. Die ganzen Raubzüge haben ja im Nachhinein die Rassismus-Problematik in Anführungszeichen. Ihr wisst, was ich meine. Was passierte beim Massaker? König Girans Paranoia war grenzenlos. Er ließ tausende Unschuldige im Sonnenring sterben. Die Habichte forderten ihn auf, das zu beenden. Er warf sie ebenfalls in den Ring. Doch als die Maschinen die Verdammten angriffen, sprangen mehr Habichte zum Helfen in den Ring. Mein Vater und Bruder waren darunter. Das tut mir leid. Was passierte mit den Männern im Sonnenring? Sie starben im Kampf. Wenn du die Geschichte hören willst, lass sie Ligan erzählen. Er war selbst mit dabei, ich nicht. Am Tag des Massakers sollte ich mich mit meinem Vater außerhalb der Stadt treffen. Er sagte, dass sie eine Flucht planen. Ich wartete Stunden, bis eine Nachricht von meinem Vater kam. Ich musste die Stadt verlassen. Also floh ich, statt mit meinem Vater zu kämpfen. Er wollte nicht, dass du auch noch stirbst. Aber auch nicht, dass man alle vergisst. Schon gar nicht wegen des Mannes, der von ihrem Tod profitierte, Assis. Oha, es ist also wirklich eine tiefgründige Familienfehde, verstehe ich das richtig? Du bist jetzt Drossel. Du solltest deinen Ruf verbessern. Wie wäre es mit einem Donnerkiefer und Sturmvogel? Ich soll auf Trophäenjagd gehen? Du bist nicht nur Drossel, du bist meine. Also lass mich gut dastehen. Was ist mit Rotschlund? Ich werde ihn finden. Wenn ich das tue, solltest du da sein. Okay. Erlange einen Sturmvogel und eine Donnerkiefer-Trophäe. Ihr wollt mich doch trollen! Ja, viel Laufweg natürlich. Das ist aber jetzt nicht mal so schlimm. Wartet mal ganz kurz. Wartet. Wartet. So, Entschuldigung. Machen wir mal die Kamera an, dann seht ihr auch mal wieder was hier. So. Ja, wir müssen weit laufen. Das ist aber nicht schlimm letztlich. Das Einzige, was wir uns überlegen müssen, ist, ob wir noch Draht mitnehmen. Das ist so die Frage. Die einzige Frage, die in Horizon immer wieder in unserem Kopf rumschwirrt.
Da unten. Okay. Und erstmal den Donnerkiefer. Und auf dem Weg dahin versuchen wir möglichst viele Tiere zu jagen. Vielleicht auch einen Fuchs. Vielleicht reicht es ja auch schon, dass wir die drei. Naja, gut, 30 ist. Das dauert ein bisschen. Das dauert. Das ist aber nicht schlimm. Es machen immer die Ameisen Ärger, bei denen man es am wenigsten erwartet. Die Osseram-Händler sollte man im Auge behalten. Sie hauen einen übers Ohr, wo sie nur können. Wartet, ist ganz wichtig gerade. Ich bin aktuell nämlich alleine, so sturmfrei sozusagen, weil wegen meiner Freundin so eine Workshop, wie nennt man das? Na, ich sag mal Workshop. Ja, wartet. Entschuldigung. Wie nennt man das? Fortbildung? Ist das eine Fortbildung? In der Ausbildung ist ja keine Fortbildung, das macht ja keinen Sinn. So eine Handwerks... Ich finde Workshop... Workshop passt halt thematisch am besten. Wie nennt man das denn? So eine... Ja, Praxisabschnitt stimmt ja nicht, weil die arbeitet ja auch während der normalen schulischen Zeit praktisch. Ich hatte das ja so in meinem Studium, dass ich immer... ich glaube, wie war das? Ich glaube, es war 9 Monate Theorie, 3 Monate Praxis, 6 Monate Theorie, 3 Monate Praxis, 3 Monate Theorie, 3 Monate Praxis. Irgendwie sowas war es bei mir. Ganz merkwürdig. So sieht es halt nicht. Wir bleiben jetzt mal übrigens beim Laufen, damit wir die ganzen Tiere jagen können. Ja, im Donnerkiefer. Wir bleiben auf Distanz und werden von Distanz besiegen. Ganz easy. Das scheint aber auch schon die vorletzte Aufgabe zu sein, denke ich mal. Da wird keine größere Jagd mehr kommen als der Donnerkiefer. Beziehungsweise der Sturmvogel. Mädchen hat sich neulich bei der Stadt. So viel zum Thema Sicherheit. Den Truthahn Schüsse nicht tödlich. Yay. Läuft meine Nasen jetzt auf einmal so aus dem Nichts. Spar, spar, spar. Schön. Ich werde tun, was ich tun muss. Also wir müssen erstmal den Ton leise machen, Eloy.
kriegt so ein Sendeding auf seinem Kopf, ne? So ein, wie so ein Schiff. So ein Sonargerät für Schiffe. Ich weiß nicht, ob der hier runterkommt. Ich glaube tatsächlich nicht. Oh shit. Okay, doch, hat getroffen. Uah! Uah! Gottes Willen. Okay, damit kann er die auch nicht mehr schießen. Damit kann er nur schießen, glaube ich. Du überhaupt hier sein? Ernst gemeinte Frage. Ich glaube, du sollst da oben bleiben. Easy, oder? Was für ein Fund. Und die Trophäe. Sehr schön. Haben wir Heilung verbraucht? Ich glaube nicht, oder? Cool.
Bisschen Draht, aber auch nur ein bisschen. Okay, Jagd, aber Beute 1 von 2 erlegt. Okay. Schön. Ja, es haben jetzt wahrscheinlich auch nicht alle von den Wachen überlebt. Das tut mir auch sehr leid. Aber Donnerkiefer tot. Cool. Ja, auch der Sturmvogel wird jetzt kein großes Problem. Es ist letztlich inzwischen alles lustigerweise gut machbar. Oh, jetzt ist voll, oder? Das kann ich bestimmt bald gebrauchen. Das ist ja ein Fuchs. Fuchshaut. Fuchsknochen, okay. Hey! What the fuck? Alter. Hey Aloy. Und jetzt? Nimm uns dieses Fleisch mit. Oh Mann. Was eine Fallverschwendung. Habt ihr nicht gesehen, okay? Reden wir nicht drüber. Ciao. Schön hart, aber das kenne ich ja. Knochiges Fleisch. Was heißt denn das kenne ich? Was? Ach, Aloy. Manchmal weiß ich nicht so richtig, was du weißt. Mhm. Wollt schon meckern hier. Ach so. Das hebe ich mir für später auf. Ich
Ich überbrücke Wächter auch gern, damit sie mich nicht angreifen. Immer schön leise. Geht's nicht. Ach. Das wird meinen Magen etwas beruhigen. Problem ist, ich weiß selber nicht mal mehr, welches Fleisch das ist, was wir brauchen. Wir können mal gucken, das ist garantiert das, was wir auch für die Tränke immer nehmen. 19, 104. Jetzt sehen, was war das so länglich, oder? Rostiger Schrott. Schön, dass ich den dabei hab. Man weiß ja nie, ne? Wächter, come on. Das ist ein Fuchs. Reichhaltiges Fleisch. Ist irgendwo ein Händler in der Nähe, lustigerweise? Auf dem Weg, ja, hier. Schauen wir doch einfach mal, bevor ich jetzt hier komplett falsch liege. Da war Speer. Hm, sehr nahrhaft. Fettes Fleisch war es bestimmt, ne? Das wäre übel. Schlechte Richtung. Sorry. Ganz schlechte Richtung. Ja, wir machen einfach so weiter. Ne, wir arbeiten jetzt ein bisschen vorwärts und nehmen einfach die ganzen Tiere mit. Keine Ahnung. I don't know. Und hier waren die Pirscher, oder? Ja, ich wusste es doch. Scheiße. Ich will nicht nochmal gegen die kämpfen. Da ist der Sturmvogel. Chic.
Aber ist auch irgendwie cool, oder? Wisst ihr noch, als ich das erste Mal hier in die Wüste kam, da ist ja ganz vorne am Wüstengebiet auch einer. Ein Sturmvogel. Da hat man noch gar keine Chance gegen die und jetzt inzwischen. Ich hoffe halt wirklich, es ist nicht fettes Fleisch. Also das wäre richtig witzlos. Klopfer. Nein, das durfte ich nicht sagen. Das ist gemein. Niemals Tiere Namen geben, die man danach umbringt. Das ist so mies. Okay. Genau, komm mal her. Psst, psst. Schön. Die Maschine ist schnell. Der Moment der Wahrheit. Fettes Fleisch. Aber 30, das geht ja. Und noch eine Fuchshaut. Come on. Come on. Ja. Ja, okay, dann geht's doch. Brauchen wir nur eine Fuchshaut gleich. Das ist doch ganz easy eigentlich. Hätten wir uns auch mal früher drum kümmern können. Generell ja, ich habe auch immer fast nicht gejagt. Gerade echt den Sägezahn? Na gut, der war ja schon vor geschädigt, ne? Trotzdem überraschend. Habe ich nicht mit gerechnet. I need foxes, not this. Oh.
Das war ein nice Shot. Nicht den Kram hier. Foxes. Give me Foxes. Shit. Okay. Lecker. 30. Damit brauchen wir nur noch Füchse. Das schön, wenn das Spiel einen mag, Mann. Ist das geil. Arthas, Eiskrone und Todesschwinge. Unbesiegbar, droppt instant. Wisst ihr? Einmal Arthas und First Try. Really? Die sind jetzt schon wieder da? Was haben die denn für eine Spawnzeit? Also. Um es lore-technisch korrekt zu sagen, wie schnell produzieren denn die verbleibenden Brutstätten, die wir noch nicht ausgeschaltet haben? Jetzt damit zu tun, ha? Ah, ich hätte gerne das mega geile, beste Schnellreisepaket, das es jemals geben wird. Ressourcen. Dieser Gegenstand ermöglicht unbegrenztes schnelles Reisen zur entdeckten Lagerfeuer und Siedlungen auf der ganzen Welt. Zack. Nice. Das ist aber auch wieder jetzt Luck at its best. Geht das? Geht das? Er fühlt sich nicht angehittet, okay. Was ich da unten... Ich liebe die Rolle ins Wasser. Das hier. Kaputter Dings, ne? Kalashi, Kawashi, Kafushi. You know what I mean. Okay. Ich glaube, wir hatten es gerade schon so halb geortet.
Viel Spaß miteinander. Ciao. Da kommen sie. Ist jetzt alles ein bisschen aus dem Ruder geraten, aber es ist okay. Aggro übertragen klappt nicht gerade so wie sonst. Das ist schade. Jetzt glaube ich. Okay. Sehr schön. Ja, helft ciao, aber ist okay. Es ist immer dieses Risiko, wenn man die Maschinen, wenn man nicht guckt, dass keine Maschinen da sind, dann ist es immer ein bisschen gefährlich. Aber das haben wir gut gemacht. War okay. Schön, dass der... Das war auch ein bisschen doof, oder? Mit diesem von so weit oben schießen, das verstehe ich ja auch nicht so richtig. Dass der halt so hoch fliegen kann. Was sagt man dazu? War jetzt auch nicht so unglaublich elegant, oder? Aber es war okay. Ich bin auch ein bisschen zu kritisch, oder? Ganz ehrlich. Wir machen das doch alles super. Ich möchte mal an den Schwierigkeitsgrad erinnern an der Stelle. Okay. Tschüss, dann können wir hier aber gerne nochmal das 5 cm gehen. Sturmvogelareal entdecken, genau. Und dann können wir gerne auch hier das eine Lagerfeuer noch mitnehmen. Das war jetzt ein Donnerkiefer und ein Sturmvogel. Meiner Meinung nach die beiden stärksten Gegner im Spiel. Die stärksten Maschinen. Wobei, wenn man beide Schwachstellen kennt, beim Donnervogel ist es eben, dass er wirklich nur auf Distanz gefährlich ist. Und beim Donnerkiefer, dass er immer begrenzte Räume hat, in denen er sich bewegen kann, sind die auch beide echt nicht allzu schwer. Okay, jetzt brauchen wir keinen
Schnellreisepaket mehr. Gut, das nehme ich an. Das machen wir auch, denn wie gesagt, auf lange Sicht, wir müssen jetzt nicht alle Wege fünfmal laufen. Da bin ich voll dabei, dass wir dann jetzt Schnellreise nutzen. Wir gucken mal, wenn das jetzt so sein sollte und wir... Nein. Wir können aber mal hier rumlaufen. Wir brauchen auf jeden Fall Ressourcen, denn ich denke mal, dass wir... Das waren ja jetzt die beiden größten Viecher. Es wird sicherlich jetzt das Finale kommen. Gehe ich mal von aus. Verkaufen. Nee. Winziges Fleischstück. Okay. Tja, damit haben wir die beiden größten Maschinen besiegt, die es gibt, oder? Cool. Cool. Run, 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 run. Wo ist Talana? Vielleicht oben? Oh, lass mich raten, die sind alle draußen und jagen Ruschlund. Aziz ist auch nicht da. Ja. Vielleicht weiß Ligan, wo sie sind. Nee? Nee, okay. Nur die gleiche Rüstung. Hast du Trophäen? Ich bewahre sie auf, bis der Sonnenhabicht kommt. Wo sind Aziz und Talana? Rotschlund wurde gesichtet und Aziz wollte ihn. Talana hörte es kurze Zeit später und folgte ihm. Sie gingen allein? Aziz ging ohne seine Drossel. Talana ebenso. Aber ich sah, dass ein paar Fremde ihr folgten. Ich traue Aziz einiges zu, wenn es darum geht, Rotschlund zu erlegen. Wohin sind sie gegangen? Ich muss helfen, wenn ich kann. Hm. Vielleicht hast du recht. Sie gingen nach Südosten, in Richtung der Speerschäfte. Beeil dich lieber. Mhm. Rotschlund. Hey, Bürscher-Real, wie cool. Rede mit Ligan. Stufe 45, Fähigkeitspunkte 1. Das ist sad. Ja. Come on. Wir waren unten ja schon mal, da haben wir den Langhals gemacht. Wer sich noch erinnern kann, ist nicht allzu lange her. Let's do the fast travel as fast as possible. Ich frage mich halt, ob wir früher einfach immer nur übersteuert haben oder direkt das Mikrofon gebrüllt haben. Weil früher sich alle Mikrofone gefühlt ein bisschen so angehört haben. So ein bisschen. Siedlung verlassen, Meridian. Ich hatte übrigens eine Idee. Was haltet ihr davon, wenn wir die Erkundungen in Anführungszeichen, ich habe ja schon mal gesagt, dass wir die Hauptstory fertig machen und dann aber sowas hier, so Ecken hier nicht fertig erkunden. Sollen wir sowas einfach im Februar machen, im Stream, kurz vor dem Release von Forbidden West? Erstmal reden. Wer seid denn ihr überhaupt?
Sie's euch bezahlt. Das müssen die Fremden sein, die Talana gefolgt sind. Anscheinend hat Aziz ein paar Schläger angeheuert. Ein paar. Das ist eine ganze Armee. Greedy! Okay, die Slow-Mo ist doch ganz praktisch. Ja, es ist wie mit Xenoblade Chronicles 2. Guck mal die finalen Videos von Xenoblade Chronicles 2. Nur die finalen Videos. Da finde ich heraus, wie das Kampfsystem funktioniert. So in den letzten zwei Videos. Das ist richtig traurig. Danke. Ich hätte es wissen müssen. Er würde alles tun, damit ich Rotschlund nicht bekomme. Sie starben für seinen Stolz. Wo ist Aziz jetzt? Er verfolgt Rotschlund. Hier lang. Schnell! Warum verfolgt Aziz Rotschlund allein? Ich hab vergessen, Draht zu kaufen. Shit. Eitelkeit. Er will den Ruhm nicht mit seiner Drossel teilen. Mein Bürger war auch so. Auch er wollte Rotschlund allein erlegen. Obwohl wir vorhatten, Aziz abzusetzen. Okay, ich lasse die Kamera mal aus, ne? Weil wegen Nacht, ihr wisst ja. Ich weiß nicht, wo Aziz und Rotschlund hingegangen sind. Ich kann Spuren lesen. Ja, definitiv. Definitiv. Rotschlund zerstörte die Bäume. Bei Tarkas kam ich gerade noch rechtzeitig, um den Stern zu sehen. Wo war Aziz, als sein Vater starb? Er sah zu. Er wurde an dem Tag Sonnenhabicht, spricht aber nicht darüber, was dazu führte. Das wird sich heute ändern. Mhm. Da ist er. Rotschlund. Aziz schlägt sich ziemlich gut. Schlug. Sich ziemlich gut. Tja, unsere Aufgabe steht vor uns. Wir machen es wie immer. Safe, safe distance. Fuck.
der ist aber doch schwächer, oder? Der hat nur ein so ein Ding hier an der Seite hängen. Der hat ein einzigartiges Modell tatsächlich, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob der nicht schwächer ist als die anderen. Das ist schon okay. Das war's mit den Scheibenwerfern. Man sollte jetzt theoretisch nur noch schießen können. Zwar noch ausreichend Schlimmes, aber... Schenke! Oh mein Gott, das war jetzt aber schon unschön. Wie health hat er denn bitte? Wartet mal, wir können mal kurz wieder den hier machen.
Der hat sehr viel Leben. Also der hält sehr, sehr viel aus. Ich bin hier mal ein... Was steht hier denn als Schwäche eigentlich? Randkill. Heißt der Rotstund? Nee, Dornkiefer, schade. Bei der Sonne, geschafft! Cool! Der hatte sehr viel Leben. Also er hat sehr, sehr viel ausgehalten. Sehr robust, der Gute. Hallo, meine Schöne. Wir sind ein gutes Team. Jetzt bist du Sonnenhabicht. Stimmt wohl. Ach, der hat überlebt. Was für ein Glück. Was für ein Glück. Mehr oder weniger. Talana, er lebt noch. Geh aus dem Weg, Nora. Abschaum. Du bist fertig. Die Loge ist endlich frei von deinem Einfluss. Ich hielt sie am Leben. In dunkler Zeit. Nein, du begrubst sie. Und das Andenken meines Vaters. Hätte ich doch. Hätte ich doch. Hätte ich dich doch kämpfen lassen. Gegen Rotschland. Um ihn zu schwächen. Verdammt. Hier liegt der Sonnenhabicht der Jägerloge. Irgendwie schade. Nach all dem trauerst du noch um ihn? Oh nein. Ich hätte nur gern sein Gesicht gesehen, wenn ich ihn beerbe. Okay. Komm zu mir in die Jägerloge, wenn du Zeit hast. Ich glaube, der neue Sonnenhabicht will dich begrüßen. Okay. Kehre zur Jägerloge zurück. Cool. Ja, der Kampf hat es in sich. Kann man nicht anders sagen, ne? Kann man nicht anders sagen. Gut, ja Leute, ich rieche aber auch schon. Ich rieche, dass wir beim nächsten Mal tatsächlich das große Story-Finale von Horizon Zero Dawn spielen werden. Und das geht mir gar nicht so leicht über die Lippen. Dann haben wir das Hauptspiel tatsächlich durch. Die große Frage, die natürlich im Raum stehen bleibt, ist, inwieweit wir dann noch diese Jägeraufgaben machen oder ob wir dann das DLC spielen und die wirklich ganz zum Schluss machen. Das weiß ich noch nicht, das müssen wir uns nochmal überlegen, aber ich werde dann jetzt auch direkt in Folge das Finale aufnehmen. Na, also das werde ich dann jetzt auch abschließen, das Projekt, beziehungsweise die Hauptstory. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. So, viel kommt nämlich da auch nicht mehr in der Story. Das verrate ich mal schon mal. Habe ich Bratibin Khan Padish, geschätzter Bruder. Und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein. Alle Menschen, dem sie folgen. Hat jetzt so ein bisschen mit sich selbst geredet, oder? Oh. Das neu? Bericht über Rotstund 2. Nee, das kennen wir schon, oder? Ich mein schon. Hi! Da.
Ein Denkmal für meinen Vater und Bruder und für alle, die im Sonnenring starben. Das hast du ermöglicht, Aloy. Danke. Und? Wie ist es so als Sonnenhabicht? Tja, wie ein Sonnenaufgang nach einer langen Nacht. Ich schulde dir was. Du hast hier immer ein besonderes Zuhause, wenn du willst. Was passiert jetzt in der Loge? Als Sonnenhabicht sorge ich dafür, dass wir zukünftige Mitglieder nach Fähigkeiten auswählen, nicht nach Karja-Blut. Diese Loge wird mit dem überholten Regime nichts mehr zu tun haben. Klingt an einem Plan, oder? Was war das für ein Gebet, das du vorhin gesprochen hast? Ich habe nicht alles gehört. O große Sonne, sprich mit dem Mond und lass die Toten in Frieden ruhen. Schütze sie mit der Rüstung glänzender Wärme. Gib ihnen Sonnenstrahlen als Speere und beleuchte ihnen den Pfad zu den Himmeln, jedem von ihnen. Habicht Gravit Khan Morsa. Habicht Siraf Khan Pir. Habicht Yusalin Khan Jageer. Habicht Kulasif Khan Sovali. Habicht Bratevin Khan Padish, geschätzter Bruder. Und Sonnenhabicht Talawat Khan Padish, geliebter Vater. Möge ihr Andenken und Opfer ein Licht für alle Jäger sein, alle Menschen, dem sie folgen. Tja, herzlichen Glückwunsch, Talana. Ich muss jetzt gehen. Danke, Aloy, obwohl du Nora bist. Hey! Die Beute sei immer dein. Ja, das hoffe ich auch. Ich nehme den ganzen Tag Trophäen an. Wie geht es dir? Oh, weißt du, ein neuer Tag und immer neue Scharen von Maschinen. Tauschen wir. Ich freue mich schon darauf, von deinen Reisen zu hören. Okay. Damit haben wir die Jägerlogen-Questreihe abgeschlossen. Scheiß Draht, Entschuldigung. Okay, gut. Leute, beim nächsten Mal machen wir das Finale. Come on, wir machen das Finale der Hauptstory und werden uns dann natürlich auch direkt ins DLC schmeißen. Und wir werden uns dann nach dem DLC mit den Jäger-Herausforderungen beschäftigen. Dann cheaten wir uns ein bisschen. Ich denke mal, wir werden im DLC neuere, bessere Waffen bekommen, oder? Gehe ich mal von aus. Dann werden wir uns damit dann ein bisschen durch die Herausforderungen schummeln. Beim nächsten Mal das große Finale. Der drohende Schatten von Horizon Zero Dawn. Danach werde ich gucken, ob wir alle Nebenaufgaben gefunden haben. Wenn dem so sein sollte, würden wir dann beim übernächsten Mal nach jetziger Planung mit dem DLC Frozen Wilds anfangen. Kaufen, Rohstoffe, ganz viel Draht. Das ist wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt für das Finale gleich. Dass wir entsprechend viel Draht dabei haben. Wir haben eh genug Geld, das ist vollkommen egal. Wieder das elendige Thema hier. I don't know. Der Platz wird schon wieder so knapp. Auch doof. So. Gut, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Twitch geht's direkt weiter. Ciao.